So. Na dann. Legen wir mal los. Gleich die erste Treppe gefunden, das ist doch schön. Und gleich die zweite. Das ist ja sehr schön. Ein Sonnenflora. Ich habe immer noch den Ruckzuck-Hieb fixiert. Das sollte ich vielleicht mal wieder ändern. Da ist eine Piersiefbeere. Und ein bisschen Geld. Den können wir da stehen lassen. Ja, die halten schon ordentlich was aus hier. Okay, sollte ich vielleicht lieber noch eine zweite Attacke dazu mitnehmen. Level 13. Scanner-Orb. Äußerst praktisch. So, da oben ist nichts. Das heißt, wir müssen... Komm, Maul halten. Okay. Ich glaube, wir müssen dahinter. So. Der macht 7 Schaden. Fast E5. Der Don macht das schon. Okay, das... Eine Siedelbeere. Ein Klargummi. Ein Belebersamen. Das ist ja wunderbar. Wenn man die jetzt schon einfach hier so rumliegen findet. Noch eine Sinelbeere, das können wir jetzt super brauchen. Apropos... Gebe ich mal dem guten Don, damit er was hat, was er notfalls benutzen kann. So viele Gummibonbons hier. Noch eins. Schritt weiter so hin, damit alle angreifen können. Und dann Marcy erreicht Level 7. Da steigen seine Werte aber ganz schön stark. Gerade die KP plus 5. Ein Apfel... Da ist ein Geradax. B.
will ich jetzt aber nicht bekämpfen. So. Hier ist eine Sackgasse. Sichlor. Komm. Ach, zweimal hintereinander daneben gehen, das ist echt nervig. Meine schönen Attackenpunkte. Okay, das sollte ich dem Don vielleicht helfen. Na gut, der kriegt das auch so hin. Was haben wir hier? Plosivsamen, ein Apfel. Na gut, bevor wir jetzt drauf treten, können wir ihn lieber essen. Eine Persivbeere brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich trage eh einen Persivschal und kann eh nicht vergiftet werden. Was haben wir denn hier? Ein Sichlor und ein Ladybar. Ach, hab schon wieder keine Attackenpunkte mehr. So. Da oben geht's auch nicht weiter. So, ach Moment, bevor ein Apfel immer bevor man liegen lässt, lieber essen. Sind wir schon auf Ebene 10. Immer schön alles essen, was da rumliegt. Ich habe schon wieder keine Attackenpunkte auf dem Rückzug-Hieb mehr. Gut, dann nehmen wir halt die Dönerwelle. Wenn die mal treffen würde. So. Bisschen Geld. Nein, keine Stachelspore. Dürfte aber auch mal wieder ein bisschen treffen. Das wäre vielleicht ganz nett. Das hättest du vielleicht auch schon ein bisschen früher machen können, ne?
Ja. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung, die ich treffen hätte können. Und der Sporenwert. Ich liebe es. Zum Glück hatte ich einen Belebersamen dabei. Explosivsamen. Ein schlafendes Bummelz. Okay, jetzt schläft's nicht mehr. Ganz schön was aus, das Viech. So, nachdem ich jetzt etwas Bestimmtes vermute, brauche ich jetzt mal schnell ein Top-Elixier. Ich brauche meine Attackenpunkte wieder. Ich doch richtig in Erinnerung, dass bei Ebene 13 war. Wow, wir sind schon echt weit in den Wald gegangen. Ob wir Safcom bald mal finden? Stopp! Hehe, ihr wisst doch, wer Safcom zuerst findet. Wir! Wenn ihr weiter wollt, können wir das unmöglich gestatten. Was? Hey Gengar, wieso legst du dich immer mit uns an? Oh, weißt du das nicht? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mami wird uns reich belohnen und Raupi wird unserem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Okay. Und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Und tschüss, Chrissy. So, wir dürfen kämpfen. So, was brauchen wir hier? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachlesen, was das Ding hier überhaupt macht. Ach ja, das war der. Na dann, hier, friss das! So, wen machen wir denn jetzt zuerst weg? Also ich würde erstmal auf Gengar gehen. Immer erstmal den Boss wegmachen. Da ist einer schon mal weg und Chrissy erreicht Level 12. Das ist auch sehr schön. Und Don Marcy erreicht Level 8. Der macht 33 Schaden mit einem Giftstachel. Wie hat er denn das hinbekommen? Moment mal. Na dann hier. Lass dir schmecken. Ach, zum Glück ist der daneben gegangen. Ah. Okay, kann mich wieder bewegen. Sehr schön. Haben wir das ja doch noch geschafft. Au, 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 au. Das werdet ihr bereuen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Niemand wird uns jetzt noch aufhalten. Suchen wir Safcon. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht noch mir? Du bist bestimmt Safcon. Komm, wir bringen dich nach Hause. Rauf ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra, ich hatte Angst, also habe ich meinen Panzer gehärtet und gewartet und gewartet. Danke. Das ist ja super. Willkommen zurück, Safcon. Danke, Raupi. Und danke. Und euch danke ich auch, Chrissy und Kilian. Aber ich habe gar kein Geld. Oh nein, nein. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Wir sind glücklich, dass Safcon gesund wieder hier ist. Cool. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Ich will auch einmal einem Retterteam beitreten, wenn ich groß bin. Das wäre großartig. Gib diesen Traum nicht auf. Mir kommt da eine Idee. Kilian, wir sollten etwas mit diesem Ort hier machen. Wir sollten hier eine richtige Retterteam-Basis errichten. Eine, die einfach beeindruckend ist. Das ist cool. Eine Basis ist cool. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. Das werden wir machen. Strengen wir uns an und bauen uns eine eigene Retterteam-Basis. Kilian und Chrissy, nochmal vielen Dank. In Ordnung. Dann mach's gut und pass auf dich auf. Wir haben zwar nichts verdient, aber wir haben das Richtige getan. Und wir haben Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Es war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Gute Nacht. So, Abenteuer speichern, ja. Auf jeden Fall. So, heute nichts Besonderes. Das scheint ein ganz normaler Arbeitstag zu werden. Kilian, guten Morgen. Lass uns heute wieder anderen helfen. Hallo? Huch, wer könnte das sein? Ach, nee, der kommt ja jetzt. Seid ihr das Retterteam TGI? Allerdings, was? Moment mal, bist du nicht? Epic Flashback. Ich erinnere mich, Papunga vom Pokémon-Platz. Wir haben gesehen, wie Tangulist deinen Rettungsjob übernommen hat. Ja, aber Tangulist, er ist noch nicht von seiner Rettungsmission zurückgekommen. Du machst Witze. Unser Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn der Wind uns trägt, aber obwohl dichte Wolken am Himmel stehen, weht komischerweise nicht das kleinste Lüftchen. Nicht einmal eine Brise? Das ist seltsam. Tangulus kann mit seinem Blätterventilator starke Winde entfachen. Wir dachten, Tangulus könnte unseren Freund mit einem genügend starken Wind befreien, aber... Aber Tangulus ist nicht zurückgekommen? Dabei klingt der Rettungsjob nicht gerade nach einer Herausforderung. Das ist doch seltsam. Oh, das ist die richtige Einstellung, Hiden. Ich sehe dir an, dass du bereit bist. Also gut, wir werden sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Kein Problem. Du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Kilian. So, Briefkasten ist leer. So. Wir haben jetzt einen Haufen Geld. Haben wir da echt so viel Geld gefunden gerade? So. Besuchen wir erstmal wieder den Don Marcy. Den nehmen wir wieder mit. Wenn er jetzt schon Level 8 ist. So. Dann weg damit, weg, 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 weg. So viele Gummis gefunden. Nochmal den Samen nehme ich mit und verbrate ihn dann gleich. Wobei ich kann ihn nicht verkaufen, bringt fast mehr. Oder schwer zu sagen. Plus Siefsamen brauchen wir jetzt keinen.
Ich würde dann gerne noch was mitnehmen. Nämlich... ein Top-Elixier und eine Arena-Beere. Und vielleicht noch eine zweite Siedelbeere. Nein, nicht lagern, ich wollte was nehmen. Haben wir ja auch noch 5 Stück. So. Jetzt zur nächsten Frage. Hast du heute was Interessantes? Du hättest heute 2 Belebersamen. Na gut. Eigentlich sollte ich in nächster Zeit gar nicht so wirklich darauf schauen. Ich muss mich sowieso erstmal durch die ganzen Partnerareale hier durchkaufen. Dann nehmen wir mal die beiden, die kann man uns nämlich gleichzeitig kaufen. So, wir haben schon nur noch eine Seite in den Partnerarealen. So, dann machen wir das Ganze langsam kleiner. Die Liste abarbeiten. So, dann lagern wir das restliche Geld mal noch hier rein. Und hier muss ich eigentlich ja gar nicht hin. Brauchen ja keine Rettungsjobs, wir haben wieder eine Story-Mission. Mit einem neuen Dungeon. Wir müssen zum Stillklamm.